Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar Modul 1. Beginnen wollen wir mit der Glasfaser. Schauen wir uns mal an, wie so eine Glasfaser, also das Übertragungsmedium in der Telekommunikation, wie das aufgebaut ist. Die Lichtübertragung findet statt über den lichtleitenden Kern, hier dargestellt. Dieser lichtleitende Kern besteht aus Silizium-Quarzglas, das bei der Fertigung bewusst dotiert, sprich verunreinigt wurde, um eine größere optische Dichte zu erzielen. Und gegenüber dem Mantelglas, hier dargestellt, eine sogenannte Grenzschicht abzubilden. Diese Grenzschicht sorgt dafür, dass das Licht bei der Datenübertragung auch tatsächlich im Kern verbleibt und nicht ins Mantelglas ausgekoppelt wird. Die Dimensionen des Mantelglases sind 125 Mikrometer, also rund ein Achtel Millimeter. Der Kern, je nach Faserart, zwischen 9 Mikrometer und 50 Mikrometer. In alten Zeiten, ich mache das jetzt mittlerweile schon 25 Jahre, da gab es auch Fasern mit anderen Kerndurchmessern, 62,5. Allem voran findet man in alten Multimode-Installationen immer noch vor, ist aber heute kein Standard mehr. Um die Glasfaser herum ist das sogenannte Primärcoating, hier gelb dargestellt. Primärcoating ist eine Kunststoffbeschichtung, die während der Faserfertigung schon aufgebracht wird. Dieses Coating hat zwei Aufgaben. Im Wesentlichen den Schutz der Quarzglasfaser vor Feuchtigkeit und den mechanischen Schutz der Glasfaser. Der Schutz vor Feuchtigkeit ist recht wichtig. Wir gehen davon aus, dass der größte Feind der Glasfaser tatsächlich die Feuchtigkeit ist. Schwer nachzuvollziehen, wenn man sieht, dass wenn es um den Genuss von Getränken geht, Glas immer erste Wahl ist oder auch den Schutz vor Regen, Fensterglas. Wobei Fensterglas und auch unser Trinkglas eine völlig andere physikalische Struktur hat als eine Silizium-Quarzglasfaser. Wir haben bei Siemens mal einen Versuch, vor vielen, vielen Jahren, 25 Jahre her, war ich mal bei der Firma Siemens, da haben wir einen Versuch gemacht und haben eine nackte, unbeschichtete Glasfaser in einen Spannungsbogen gelegt und diesen Spannungsbogen dann mit einer Pipette, mit einem Tropfen Wasser beträufelt. Das Ganze haben wir mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt und uns anschließend angesehen. Und interessanterweise war es so, dass sobald der Tropfen Wasser mit der Glasfaser in Berührung kam, hat die Glasfaser das Wasser aufgenommen wie ein Schwamm. Und durch die Vorspannung der Glasfaser ist die Glasfaser an dieser Stelle sofort zerbrochen. Das heißt, die eindringende Feuchtigkeit hat die physikalische Struktur der Glasfaser derart verändert, dass die Glasfaser an dieser Stelle zerbrochen ist. Das ist, wenn man das mal auf die Praxis projiziert, ist das sicherlich das geringere Übel, weil wenn eine Faser zerbricht, in einem Netzwerk zum Beispiel, dann würde dieser Fehler relativ schnell bemerkt werden. Es geht kein Licht mehr durch. Das heißt, an der Stelle haben wir eine unendlich hohe Dämpfung und die Kommunikation kann nicht mehr funktionieren. Mithin würde dann der Servicetechniker mit seinem Messgerät den Fehler lokalisieren und könnte diesen beheben. Ein viel größeres Übel ist, wenn die Glasfaser nicht in einem Spannungsbogen, aber dennoch ungeschützt ist und mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, weil dann kann etwas passieren. Da sprechen wir vom Erblinden der Glasfaser. Also es entsteht eine schleichende Dämpfungserhöhung und die zum Beispiel dazu führen kann, dass ein Netzwerk langsam wird, man Probleme bei der Kommunikation verspürt und gar nicht so richtig weiß, wo die womöglich herkommen. Und Grund dafür kann tatsächlich sein, dass zum Beispiel in einer Verbindungsgarnitur, in einer Muffe oder einem Verteiler ungeschützte Faser abgelegt wurde. Ein typischer Fall, wo sowas passieren kann, ist zum Beispiel beim Spleißen. Nach dem Verspleißen der Glasfasern wird das nackte Stück Faser, was nach dem Spleißen übrig bleibt, wird durch einen Crimp- oder Schrumpfspleißschutz geschützt. Und wenn man den nicht genau mittig aufbringt und am Rand des Spleißschutzes eben noch ein Stück nackte Faser herausschaut, dann kann es sein, dass durch die Umgebungsbedingungen, wenn man jetzt besonders hohe Luftfeuchtigkeit hat zum Beispiel, diese in die Glasfaser eindringt an dieser ungeschützten Stelle und eben langfristig zu Problemen führt. Also das Coating ist wichtig. Zwei Gründe: Schutz vor Feuchtigkeit und eben auch Schutz vor mechanischem Stress. Durch die Kunststoffbeschichtung ist die Glasfaser deutlich stärker belastbar. Man kann engere Bögen wickeln, ohne dass man Angst haben muss, dass die Glasfaser zerbricht. Also das ganze Handling der Glasfaser ist deutlich angenehmer, eben durch diese Primärbeschichtung, die eben auch einen mechanischen Schutz aufweist. Durchmesser dieser Primärbeschichtung 250 Mikrometer, also ein Viertel Millimeter.
Und wenn man Glasfasern in Garnituren, zum Beispiel in einer Spleißbox, einem 19-Zoll-Verteiler verarbeitet, dann befindet sich um das Primärcoating in der Regel auch noch ein sogenanntes Sekundärcoating, hier ein bisschen dunkler dargestellt. Durchmesser des Sekundärcoating liegt dann so rund bei einem Millimeter, also typischerweise 900 Mikrometer. Und das bietet dann nochmal einen weiteren mechanischen Schutz. Und dadurch wird die Faser noch ein wenig belastbarer. In unseren Schulungen kommt auch immer wieder die Frage auf, wie denn so eine Glasfaser hergestellt wird. Hier habe ich mal zwei Grafiken, Quelle Wikipedia, und da sieht man sehr schön den Weg von der sogenannten Preform zur Faser. Wenn man also eine Faser herstellen möchte, dann muss man als erstes mal eine sogenannte Preform herstellen. Das ist hier auf der linken Grafik dargestellt. Wir haben uns mal ein Verfahren herausgepickt, das meines Wissens älteste Verfahren, das sogenannte OVD-Verfahren, wurde meines Erachtens mal von der Firma Corning entwickelt. Und OVD steht für Englisch Outside Vapor Deposition und heißt so viel übersetzt wie außenseitige Gasphasenabscheidung. Und das Prinzip funktioniert folgendermaßen. Es wird ähnlich wie bei einem Hähnchengrill, wird ein Graphit- oder Substratstab gedreht, sieht man hier oben dargestellt, und wird dann mit gasförmigem Glas bedampft. Also hier sieht man quasi eine Hitzequelle, die nun Schicht für Schicht das Glas auf diesen Substrat- oder Graphitstab aufbringt und durch das Verfahren dieser Hitzequelle und das Drehen des Stabes wird eine gleichmäßige Verteilung sichergestellt. Im Grunde genommen wird durch das Aufbringen dieser verschiedenen Schichten schon ein, wenn man so will, maßstabsgetreu vergrößertes Ebenbild der Glasfaser produziert. Also so wie bei einer Multimode-Gradientenfaser der Kern aus vielen Schichten besteht mit unterschiedlicher Dotierung, so werden hier bei der Preform quasi diese Schichten eben maßstabsgetreu vergrößert schon aufgebracht. Wenn der Prozess fertig ist, dann wird der Stab entfernt und die Urform, so nennen wir das, wird in einem Hochtemperaturofen gesintert, also gebacken, wenn man so will. Dabei zieht sich das Material zusammen. Die Öffnung, die durch den Stab entstanden ist, die verschwindet. Das wird also ein geschlossenes Material. Und die sogenannte Preform entsteht. Und die hat dann tatsächlich auch schon so ein bisschen den Anschein von Glas. Wenn wir mal eine Seite zurückgehen, dann sehen wir hier oben auf dem Bild der Firma Leoni, sehen wir also so verschiedene Preformen dargestellt. Und da kann man also schon erkennen, das sieht wirklich aus transparent wie Glas und bildet quasi dann eben eine maßstabsgetreu vergrößerte ein maßstabsgetreu vergrößertes Ebenbild der Glasfaser. Also die Schichten, so wie wir sie nachher bei der Glasfaser wiederfinden, Kernglas, Mantelglas, das finden wir in der Preform dann entsprechend auch schon wieder. Um jetzt daraus eine Faser zu machen, muss diese Preform, und jetzt kommt der sogenannte Faserzieturm ins Spiel, rechte Grafik, die Preform wird jetzt an der Spitze des Faserzieturms quasi aufgehängt und erhitzt auf ungefähr 2000 bis 2400 Grad. Bei dieser Temperatur wird das Glas weich und man hat nun die Möglichkeit, das weiche Glas mechanisch zu ziehen. Bei diesem Faserziehen verjüngt man nun den Durchmesser ungefähr im Verhältnis 200 zu 1 und dadurch entsteht eine Längenänderung ungefähr 1 zu 40.000. Das heißt, aus einem Meter Preform kann man also ungefähr 40 Kilometer Glasfaser ziehen. Beim Ziehen wird quasi den Faserzieturm herunter die Faser schon durch einen Extruder geführt. Das heißt, das Primärcoating wird schon während des Faserziehprozesses auf die Faser aufgebracht und anschließend mit entsprechender UV-Bestrahlung ausgehärtet. Und wenn die Faser unten am Fuße des Faserziehturms angelangt ist, dann kann diese schon über Umlenkrollen auf eine entsprechende Trommel aufgebracht werden. Und man hat im Grunde schon die fertige, beschichtete, in dem Fall noch transparent beschichtete Glasfaser. Das Coating, das hier aufgebracht wird, ist transparent. Die Farbgebung, die entsteht dann im einem weiteren Prozess. Da werden dann die entsprechenden Fasern oder das Coating der Fasern dann entsprechend der Farbgebung eingefärbt. Während dieses Ziehprozesses wird der Durchmesser der Faser ständig überprüft und dann durch Vortrieb und Temperatur entsprechend angepasst, sodass man also eben ein entsprechend maßstabsgerechtes und normkonformes Ergebnis erhält, also die Faser in ihren entsprechenden Spezifikationen gefertigt wird.